Ja, hallo liebe Freunde der Sonne. Aufgrund mehrerer Anfragen habe ich jetzt mal ein Video gemacht, wie man Kartals spielt. Das ist die indische Art von Kartals, die lassen sich halt sehr viel leichter spielen als die aus Tibet. Und erstmal ist es sehr, sehr wesentlich, wie man die wickelt. Ich komme ein bisschen näher, dann sieht man das besser. Und zwar ist es halt gut, die so zu wickeln, dass sie leicht in der Hand liegen und dann kann man sich besser aufs Spielen konzentrieren. Und dazu legt man die erstmal so an. Dann geht man zwischen dem Zeigefinger und Mittelfinger durch, dann hinten rum, hinter die Karte und dann wieder zwischen Zeigen und Mittelfinger, das wie so eine 8 ergibt. Und dann hat man die halt sehr stabil in der Hand liegen. Hier nochmal auf der Seite. Also einfach straff, also es muss straff sein, so dass sie am Zeigefinger anliegt, dann hinter den Mittelfinger lang, dann hinter die Kartel und dann wieder so. Ja, dann sieht das so aus und man hat die halt gut in der Hand und kann dann gut spielen. Und man hat also zwei Schläge im Prinzip mit der Kartel. Der eine ist ein geschlossener. Das ist, wenn man den Daumen und den Mittelfinger und kleinen Finger draußen dran hält, jeweils, dann ist es ein geschlossener Schlag. Und wenn man die offen, also wenn man die weglässt, dann ist ein offener Schlag. Ja, das sind so die zwei Schläge. Und den ersten Schlag, den man üben kann, ist sozusagen. Also heißt, die linke Hand, also wenn ihr Linkshänder seid, Rechtshänder seid, die linke Hand, die bleibt eigentlich immer am selben Punkt. Und die rechte, die ist die, die die Aktion macht. Und ihr schlagt einfach auf den unteren Rand der Kartel und haltet dabei eben die Finger und Daumen drauf. Und hier auf der Seite auch, weil sonst klingt die ja mit. Und beim dritten könnt ihr es loslassen. Ihr könnt versuchen, so dass die so ein bisschen so nicht voll aufliegt, sondern halt, dass so eine Vibration kommt. Ja, das ist so ein bisschen Übung. Und dann könnt ihr halt zu jedem Lied könnt ihr euch mit hinsetzen, das Lied dann machen und dazu dann die Kartel spielen und üben. Ja. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Und dazu ist es wahrscheinlich gut, wenn ihr eine Aufnahme habt, wo schon Kartals gespielt werden, dass ihr sie nicht rückwärts spielt, weil das ist manchmal auch die Gefahr, dass man dann Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Das wäre halt rückwärts, das klingt dann nicht so harmonisch, macht nicht so viel Sinn. Genau, so das ist mal der einfache Beat. Das Ganze könnt ihr auch, wenn ihr leise spielen wollt, hier oben spielen, auf der Oberfläche, also auf der Oberkante. Da kann man sehr leise spielen. Und genau. Und dann der zweite Beat, den es zu lernen gibt, der halt sehr wertvoll ist, ist ein Double Beat, also für, wenn es dann schneller wird. Der braucht ein bisschen Übung, den anderen, den kann man recht schnell lernen, der braucht ein bisschen Übung, so 2, 3 Tage. Und zwar geht ihr da mit der Oberkante von der rechten Kartel, schlagt ihr nach unten und trefft dabei die Unterkante der linken Kartel. Und wenn ihr hochkommt mit der Unterkante, ja, also das Minimale eigentlich. Minimale Bewegung aus der Hand, nicht verkrampfen, locker bleiben. Und der dritte geht dann drauf. Ja, das ist der Trick.
Und das kann man dann halt einfach schneller üben. Am besten erstmal halt geschlossen so, ne? Weil sonst ist es ziemlich laut. Und dann könnt ihr auch den offen spielen, wenn ihr wollt. Oder eben auch hier oben. Also auch wieder geschlossen. Genau, und dann, das sind so die zwei Grundschläge, die man erstmal lernt. Und dann kann man halt bei dem Einfachen anfangen. Bisschen Verschnörkelung, im Prinzip eine Kombination aus dem ersten und beiden, dem zweiten. Oder am Ende von einem Mantra zum Beispiel kann man okay, aber das ist dann schon wirklich ein bisschen fortgeschritten. Also ich rate erstmal die Haltung richtig gut zu lernen und dann halt diese zwei Grundschläge. Weil mit denen könnt ihr schon praktisch in jedem Kirtan mit dabei sein. Und dann wichtig ist als Kartl-Spieler immer, hat man eine große Verantwortung, weil dieser hohe Ton ist immer intakt, ist immer eine Orientierung. Eigentlich soll man als Kartl-Spieler immer sich an dem, also die Trommel spielt oder das Schlaginstrument, der orientiert sich eigentlich an dem Harmonium oder an dem, der halt führt, mit der Gitarre, Harmonium, was auch immer. Und der die Karte spielt, soll sich eigentlich anpassen an den, der die Trommel spielt und an den, der singt. Und die Gefahr ist aber, mit den Kartes ist man sehr schnell, dass man den Ton angibt für den Rhythmus. Das ist sehr gut, wenn jetzt viele Percussion-Instrumente am Start sind, ist ein Kartel super gut, um da sozusagen Rhythmus vorzugeben für alle, dass die alle im Takt sind. Und die Gefahr, also ist halt dann auch die Verantwortung, dann sozusagen da nicht zu schnell oder zu langsam zu spielen, sondern halt wirklich den Rhythmus zu halten oder eben auch zu variieren, je nachdem, wie der Vorsänger das spielt. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt das Video gerne mit anderen und viel Spaß beim Üben und Spielen. Hi, Wolf.